Es gibt auf Briefe Games das Weihnachtsevent 2022. Was alles bei diesem Weihnachtsevent kommt und was du da alles bekommen kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Ja, wahrscheinlich habt ihr es auch bei einigen YouTubern schon mitbekommen, dass das Weihnachtsevent auf Briefe Games im Jahr 2022 richtig geil wird und das ist auch richtig geil. Leider kann ich die Map in diesem Video nicht zeigen, weil ich darauf keinen Zugriff habe und da noch jeder gebannt ist. So sind zumindest meine Erfahrungen. Ja, und Slash Warp Weihnachten, so kommt ihr dann dahin, aber dazu kommen wir gleich, das kann ich noch nicht machen, weil der Warp auch noch nicht erstellt ist. So, was ist überhaupt das Weihnachtsevent? Es gibt auf Free Fire Games eine ganz große Map, beziehungsweise ein ganz großes Plot, das von DFF Bumi, schau mal, unterstrich PFF und Spooky, oder wie man es ausspricht, gebaut wurde und das kommt halt von der Community, das kommt von Leuten, die auf Griefer Games spielen und nicht vom Griefer Games Team direkt. Die haben das halt erst möglich gemacht. Diese drei Leute haben das Plot erstellt bzw. leiten das Plot. Das Griefer Games Team hat dann noch Plugins und einige Features hinzugefügt, damit das Weihnachtsevent im Jahr 2022 auf Griefer Games auch funktioniert. Und wir haben dann einige Türchen, also das ist ein Adventskalender. Es wird auch auf diesem Kanal, auf meinem Kanal, einen Adventskalender geben, aber nicht den von Griefer Games, sondern den, den ich letztes Jahr machen wollte. Da habe ich leider nur 4 Türchen geschafft wegen meiner Grafikkarte, aber genauere Infos findet ihr dann im Adventskalender von mir. Jedes Türchen hat, soweit ich weiß, auch Rätsel und die hat man 5 Tage Zeit zum Bearbeiten bzw. halt zum, ja, zum Nachgehen. Also das Rätsel vom Türchen muss man 5 Tage lang, hat man 5 Tage lang Zeit, das zu lösen. Und dann hat man, was ist denn hier los? Was ist mit dem, okay. Ja, für dieses Türchen hat man 5 Tage Zeit und dann bekommt man auch eine Belohnung. Und das werden auf der 1.8, also man kann es auf der 1.8 und auf der 1.16 spielen. Das werden dann Winterkisten sein und zwar kleine. Die sind noch nicht da, aber wenn die da sind, dann werde ich auf jeden Fall wieder ein Video zu machen. Ich bin ja, was News auf Griefer Games angeht, sehr aktiv auch. Ich mache nicht zu allen News, nicht zu 1.16 und nicht zu 1.19, den dann bald rauskommt, sondern zu 1.8. Und ja, das wird dann die Belohnung dafür sein. Ich kann euch schon mal hier diese Map einblenden vom Griefer Games Forum. Die Quelle ist natürlich eingeblendet. Und das ist die Übersicht über die Weihnachtswelt. Hier werden die ganzen Türchen sein. Also ihr könnt euch da, auch wenn ihr auf dem Plot seid, ein bisschen orientieren. Ja, also da habt ihr auch so eine kleine Übersicht. Könnt ihr aber auch im Griefer Games Forum Newsbeitrag ja, durchlesen. Aber ich habe euch das einfach mal nur eingeblendet, dass ihr euch das auch einfach angucken könnt und müsst nicht die ganze News durchlesen. Auf der 1.16 bzw. auf der 1.19 gibt es dann auch noch das Event und das kann man einfach mit slash Event so aufrufen. Und dann geht es auch hier, ne? Also das ist jetzt ein bisschen verpackt, wir müssen es mal wieder so machen, das ist ja so ein kleiner Trick. So, Event. Und dann gibt es hier das aktuelle ist Xmas, also ja, halt Christmas Event von Griefer Games und das gibt es halt nur auf der 1.16, auf der 1.8 wie gesagt schon, also wie gezeigt vorhin schon mit slash Warp Weihnachten am 1. Dezember. Jedes Türchen wird dann um 0 Uhr an dem Tag veröffentlicht, das wird auch genauso wie bei meinen Videos sein, ich werde das auch um 0 Uhr veröffentlichen immer, weil ein Türchen ja immer vom Tag an beginnt und der Tag beginnt ja auch von 0 Uhr, also. Und ja, was haltet ihr denn von diesem Griefer Games Weihnachtsevent, beziehungsweise von dem Adventskalender? Ich finde es sehr geil, weil es ist von der Griefer Games Community, beziehungsweise von ein paar Leuten gebaut worden. Und ja, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und schaltet auf jeden Fall am 2.12., also an diesem Freitag um 16 Uhr ein, 2. Dezember um 16 Uhr, da kommt ein aufwendiges Griefer Games Video, das aufwendigste Griefer Games Video jemals und ja, da freue ich mich auf jeden Fall, schaltet ja gerne ein und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.